Hallo, liebe Fischegeborene und Fische-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017. Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Es wird ein wunderbares Jahr für Schwärmerei, Romantik und Liebesglück. Es fällt euch leicht, euch zu verlieben, und andere sind genauso schnell verliebt in euch. Es ist auch ein super Jahr, um an exotische Orte zu reisen, gemeinsam mit dem Schatz kulturelle Highlights zu genießen oder zu spenden und Gutes zu tun. Das alles bringt euch Romantikplanet Neptun, der jetzt im sechsten Jahr seiner 14-jährigen Reise durch die Fische ist und der eure natürlichen Qualitäten zum Vorschein bringt. Fantasie, Mitgefühl, Selbstlosigkeit, Charme, Verspieltheit, inneren Frieden und Kunstsinn. Eure Intuition ist erstaunlich und euer Sinn für Romantik wirkt bezaubernd auf die Menschen, die ihr trefft. Bevor ich auf die einzelnen Konstellationen eingehe, hier noch ein kurzer Hinweis. Am Ende des Videos gibt es eine Verlosung, also bleibt dran. Ja, und eure Konstellationen werden natürlich ganz stark geprägt durch diese Konjunktion mit Neptun, der für euch in eurem Zeichen steht. Und am stärksten wirkt das dieses Jahr auf die Geburtstagskinder vom 1. bis 5. März. Wenn ihr schon eine Beziehung habt, wickelt ihr euren Schatz um den Finger. Wenn ihr noch Solo seid, wird es viele Verehrer geben, die euch umschwärmen. Allerdings müsst ihr euch fragen, ob die Beziehung auch machbar ist. Wenn ja, dann ab auf Wolke 7. Aber es passiert leider auch, dass Menschen, die gebunden sind, sich in euch verlieben. Oder fangt ihr vielleicht selbst eine Affäre an, weil ihr meint, trotz bestehender Beziehung noch den Seelenpartner getroffen zu haben? Vorsicht, Vorsicht, das kann böse enden mit verletzten Gefühlen, Tränen und zerbrochenem Vertrauen. Es ist ganz wichtig, dass ihr euch klar macht, dass ihr der richtigen Person eure Gefühle schenkt und dass diese Person es auch wert ist und die Gefühle erwidert. Neptun ist halt nun mal auch der Planet der Heimlichkeiten. Also ihr müsst realistisch bleiben und auch euer Gegenüber sollte ehrlich seine Absichten offenbaren. Das solltet ihr euch wert sein. Und das habt ihr auch verdient. Denkt an meine 90-Tage-Regel. Nach 90 Tagen erweist sich erst, ob eine Beziehung Bestand haben kann. Wenn in den ersten 3 Monaten es auch noch so schön ist, wartet noch ab, heiratet auch auf keinen Fall gleich, sondern schaut erst mal, ob sich das über die ersten 3 Monate hinausträgt, auch vielleicht bevor ihr euch überhaupt wirklich näher kommt. Und dann kann die Sache auch Bestand haben und dann könnt ihr auch anfangen, es ernst zu nehmen. Genau. Ja, dann gibt es das Quadrat mit Saturn. Der steht ja hier für euch im 10. Haus. Und diese Konstellation plagt immer noch viele Fische und im Jahr 2017 besonders die Geburtstagskinder vom 11. bis 19. März. Saturn in 10, das kann beruflicher Stress sein, auch beruflicher Stress des Partners. Es kann ein Partner sein, der euch durch seine ständige Kritik quält. Und ihr bekommt vielleicht auch nicht, was ihr wünscht. Jedenfalls vertragt ihr das alles gar nicht, weil ihr ja jetzt auch so besonders sensibel seid und wirklich auch wahrgenommen werden wollt als die besonderen Menschen, die ihr ja nun mal seid. Und wer das nicht mitkriegt oder vielleicht nur mit sich selbst beschäftigt ist oder euch nicht ernst nimmt, also das findet ihr unerträglich. Und manche Fische denken dann auch dran, einfach davon zu schwimmen und den Partner zu verlassen. Mit Geduld und Verständnis lässt sich vielleicht so manches lösen. Also wenn ihr nicht nur schmollt und leidet, sondern auch drüber redet, das kann helfen. Denn dann hat vielleicht auch der Partner eine Chance, auf euch zuzukommen. Ja, das muss er aber auch, ne? Wenn der Partner überhaupt kein Verständnis für euch aufbringt und immer nur weiter an euch rumnörgelt, dann könnte es sogar besser sein, die Beziehung zu beenden. Denn die Chance, dass ihr auf Leute trefft, die euch mehr zu schätzen wissen, die ist doch groß, ne? Besonders, wenn ihr zwischen dem 16. und 20. März geboren seid. Im Frühjahr könntet ihr dann jemanden treffen, der oder die euch sehr attraktiv findet. Dann ist noch wichtig für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 10. und dem 18. März haben, die haben gleichzeitig auch noch die Konjunktion mit Chiron, der hier in eurem Zeichen steht, und das macht euch zusätzlich verletzlich. Ja, das ist eine tolle Konstellation für spirituelle Fische, weil Chiron ist der Planet der Heilung, der zeigt an, wo wir verletzt sind und auch wo wir dann zur Weisheit und zur Meisterschaft kommen können. Ist auch oft eine Konstellation für Menschen, die eine heilerische Begabung haben. Der steht eben bei euch in den Fischen auch noch bis weit über das Jahr hinaus und macht euch halt zusätzlich sensibel. Aber wenn jetzt eben dieses Quadrat mit Saturn euch zu schaffen macht, ne, durch einen schwierigen Partner oder durch eine fordernde Situation im Job, dann ist das natürlich zusätzlich schwierig. Auf jeden Fall verlässt Saturn im Dezember den Schützen
Und damit ist dann diese Quadratkonstellation endlich ausgestanden. Er geht ja dann in den Steinbock und steht dann da eher förderlich für die Fischegeborenen. Genau. Dann haben wir ja noch den Einfluss von Pluto. Der steht im Sextil zu den Fischen, steht hier im Steinbock und wirft einen guten Aspekt auf euch. Der stärkt jetzt viele Fischegeborene und sorgt dafür, dass sie Beziehungen auch mit einflussreichen Leuten eingehen. Und bringt auch für viele Fische einfach so die Fähigkeit, sich stärker abzugrenzen, stärker aufzutreten oder selber auch Einfluss auszuüben. Und das betrifft jetzt besonders die Geborenen vom 5. bis 8. März. Ihr müsst nur darauf achten, so Pluto-Beziehungen sind oft von so einer geschäftlichen Haltung geprägt, jetzt eben auch, weil Pluto im Steinbock steht. Das heißt, man bietet euch die Unterstützung vielleicht nicht umsonst an. Ja? Also ihr seid ja eher so auf dem Trip selbstlos und erstmal geben, aber der Gegenüber sagt vielleicht, ja nee, was habe ich jetzt auch davon? Und das müsst ihr dann klären. Ne? Wenn ihr an beide Seiten dabei gewinnen können und das ist gut, das Potenzial dafür ist da, dann ist es wunderbar. Aber wenn euch diese Haltung, diese etwas geschäftliche Haltung nicht zusagt, dann solltet ihr das vorher klären und euch jetzt da nicht so naiv auf was einlassen, wo ihr vielleicht hinterher ganz überrascht seid, dass da nochmal eine Nachfrage kommt. Ne? Also darauf müsst ihr so ein bisschen gefasst sein. Genau. Dann ist noch sehr wichtig zu wissen, dass der Mondknoten, der steht jetzt ja hier Anfang Jungfrau, der verlässt euer siebtes Haus. Der bewegt sich rückwärts durch den Tierkreis, wird sich also von der Jungfrau in den Löwen bewegen am 9. Mai. Bis dahin verwöhnt er aber noch die Geburtstagskinder vom 18. bis 22. Februar. Das ist ja so der Seelenpartnerfaktor. Also die haben vielleicht auch immer noch die Chance, jemanden zu finden, der mehr ist als jetzt nur eine Liebesaffäre, sondern wirklich ein Seelenpartner. Und danach geht der Mondknoten dann eben in den Löwen. Und dann ist noch für euch wichtig zu wissen, dass die Lilith im Februar in den Schützen gehen wird. Die steht dann bei euch hier im 10. Haus und das ist schwierig. Ja? Lilith im Quadrat zur Sonne ist schwierig. Lilith zeigt ja unbequeme Frauenfiguren, ne, die so ihr Ding machen wollen und dadurch auch anecken. Und wenn sie im 10. Haus steht, kann das wirklich Probleme mit der Chefin mit sich bringen. Ist jetzt auch interessant für die Fische-Aszendenten. Das habe ich wirklich häufiger beobachtet. Also ich liebe ja Lilith, aber man kann einfach nicht verleugnen, dass sie im Transit eben auch Schwierigkeiten mit Frauen anzeigt, die unbequem sind und sich einfach nicht in dieses System einpassen wollen. Ich habe auch eine Klientin, die hat diese Konstellation ja zum Beispiel erlebt, dass die Chefin gar nicht schwierig war, aber die wurde eben schwanger und ist dann in Urlaub gegangen und dadurch ist dann in der Chefetage eine ganz schwierige Situation entstanden. Sowas kann natürlich dann auch sein, dass eben durch weibliche Themen, die an sich erstmal überhaupt nicht negativ sind, trotzdem so eine Instabilität aufkommt. Darauf müsst ihr so ein bisschen gefasst sein. Und die geht durch den Schützen und damit durch euer 10. Haus bis zum 9. November. Und zwar dann durch die erste Dekade Mitte Februar bis Mitte Mai, dann durch die zweite Dekade bis Mitte August und dann eben dritte Dekade bis 9. November. Seid da mal ein bisschen drauf gefasst, dass da durchaus ein paar Schwierigkeiten mit Frauenfiguren auftreten können. Es kann auch eine Konkurrentin sein, die vielleicht versucht, euch euren Herzallerliebsten abspenstig zu machen. Also da müsst ihr ein bisschen wach sein. Ne? Es kann übrigens auch psychologisch mit euren eigenen Schattenanteilen zu tun haben. Also Lilith bringt auch das Verdrängte zurück, sozusagen die Kinder, die Gefühlskinder, die man verstoßen hat, weil sie nicht reingepasst haben, die könnten sich dann auch nochmal melden. Das kann natürlich auch noch mit der Fall sein, auch gerade wenn es im Quadrat zu Chiron ist. Es ist also eine komplexe Konstellation und ich werde darauf dann in den Monatshoroskopen auch nochmal genauer eingehen. Ja, dann gibt es noch eine super gute Nachricht für euch, weil das nämlich ab 10. Oktober Jupiter ins Zeichen Skorpion geht und damit in einen super förderlichen Aspekt zur Fische-Sonne in ein Trigon und das dann für ein ganzes Jahr. Also für diejenigen von euch, die vielleicht auch ein bisschen zu leiden haben, also unter Liebesstress vielleicht oder unter Liebesdramen, die dürfen sich darauf einstellen, dass es dann doch zum Herbst in ein Happy End geben kann. Und Jupiter wird dann im Herbst als erstes die Geburtstagskinder vom 18. Februar bis 6. März beglücken. Und jetzt schauen wir noch, wann die Venus besonders gut steht für die Fische. Und da muss ich direkt nochmal zurückspulen, denn das geht gleich am 3. Januar los. Da steht sie nämlich in eurem eigenen Zeichen. Venus in den Fischen vom 3. Januar bis 3. Februar. Da begegnet sie dann auch dem Mars.
Und der Romantikplanet Neptun ist dabei. Also das ist bestimmt eine sehr romantische Phase, wo ihr ganz besonders im Mittelpunkt steht und wo eure Ausstrahlung nochmal gesteigert wird durch die beiden Liebesplaneten, die in eurem Zeichen stehen. Also da solltet ihr keine Gelegenheit auslassen, unter Leute zu gehen und euch mit Menschen zu treffen, die euch wichtig sind. Also da stehen sehr, sehr schöne Liebeserlebnisse in den Sternen, die eben auch von euch selber ausgehen. Also es ist wirklich eure Ausstrahlung, die da wirkt. Deswegen dürft ihr da nicht zu Hause sitzen bleiben und hoffen, dass Leute kommen, sondern ihr solltet euch schon zeigen in dieser Zeit. Genau. Dann kommt ja diese wichtige Phase, wo die Venus im Widder rückläufig wird. Das ist Mitte März dann. Und dann läuft sie nochmal wieder zurück in die Fische. Und zwar vom 2. bis 27. April. Und das ist eine Zeit, wo sie auch nochmal einen heiklen Aspekt bildet hier mit Chiron und Saturn. Das heißt, diese ganzen Themen, die ich da vorhin aufgeworfen habe, könnten da nochmal zum Vorschein kommen. Es kann auch sehr gut sein, dass sich wirklich in der Zeit jemand aus eurer Vergangenheit meldet, wo ihr vielleicht denkt, oh, das ist jetzt die Rettung, ich verlasse jetzt meinen Partner, der geht mir auf die Nerven und werfe mich wieder in die Arme des Verflossenen, das war doch so schön. Aber hier ist eben ganz wichtig, das bringt dann auch alte Muster wieder hoch. Und ihr werdet vielleicht auch erkennen, warum das damals nicht funktioniert hat und verbunden mit der Chance, diese alten Liebesmuster zu überwinden und dann nochmal neu zu beginnen und vielleicht sogar auch mit dem bestehenden Partner nochmal neu anzufangen. Das ist eine sehr interessante Phase für euch. Genau, so und die nächste, die geht dann eben bis zum 27. April. Und die nächste Top-Venus-Phase ist, wenn die Venus in den Stier geht. Und das ist am 6. Juni der Fall. Und bis zum 4. Juli, da steht sie im Stier, steht da wunderschön für euch, bildet einen schönen förderlichen Sextil-Aspekt. Der bedeutet, dass ihr ins Gespräch kommt mit netten Leuten und dass ihr vielleicht auch, wenn ihr Single Mom oder Single Dad seid, über den Kontakt mit den anderen Schuleltern ins Gespräch kommt, so über einen kurzen Weg in der Nachbarschaft beim Einkaufen. Das sind alles so gute Gelegenheiten, um während dieser Venusphase Leute kennenzulernen oder eben einfach auch, wenn ihr gar nicht auf der Suche seid, da eine gute Zeit zu haben. Genau. Dann gibt es eine schöne Venusphase vom 31. Juli bis 25. August. Da habt ihr die Venus dann wieder in einem sehr schönen Trigonaspekt zu eurer Sonne. Besonders schön ist so die Zeit um den 10. bis 13.8. Da geht sie dann auch noch ins Trigon zu Jupiter. Und dann haben wir hier noch eine schöne Konstellation mit dem Mond dabei. Da gehe ich aber dann natürlich nochmal im Monatshoroskop drauf ein. Das wird euch gefallen, diese Zeit. Sie hat dann nur einmal einen kritischen Aspekt, die Opposition zu Pluto, aber die Aspekte zu eurer Sonne, die durchbrechen das ja dann. Das kann also da auch sehr gut sein, dass ihr vielleicht für gute Freunde da seid, die sich dann an eurer Schulter ausweinen und dann von den sensiblen Fischen einen guten Rat bekommen. Genau, und diese Phase geht, wie gesagt, bis zum 25. August. Und dann gibt es noch mal eine tolle Venus vom 20. September bis 13. Oktober und da wird dann die Venus bei euch im Partnerhaus sein. Und zwar zusammen mit Mars. Sagen wir Venus und Mars bei euch im Partnerhaus. Die Sonne auch noch für ein Weilchen. Das ist also eine Zeit, wo spannende neue Begegnungen möglich sind und sowohl für Fischeherren als auch für Fischedamen. Beide Kräfte sind im Partnerhaus. Also absolut wunderbar und die verbinden sich dann auch noch so 3., 4., 5. Oktober ganz eng. Das wird bestimmt eine sehr schöne, prickelnde Zeit, gerade auch wenn ihr dann noch Single seid, um neue Leute kennenzulernen. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Phase für euch vom 7. bis 30. November. Da ist dann ja inzwischen auch der Jupiter ins 9. Haus für euch gegangen. Ist auch für die Fische-Aszendenten interessant. Und damit in ein wunderschönes Trigon zu eurer Sonne. Und der geht dann auch ins Trigon zu dem Romantikplaneten und die Venus auch noch. Das ist also so Mitte November. Das ist eine ganz tolle Zeit für euch. Insgesamt die Phase vom 17. bis 30. November. Genau. Und ganz zum Schluss des Jahres, nämlich am 25.12., geht die Venus dann auch nochmal in einen guten Aspekt zu euch, weil sie dann nämlich in den Steinbock geht bis zum 18. Januar 2018 und beglückt euch dann auch nochmal aus dem Haus der Freunde heraus. Ja, ihr romantischen Fische, jetzt noch zu meiner Verlosung. Ich verlose unter allen, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben,
ein persönliches Jahreshoroskop, 45 Minuten mit mir und eine CD dazu. Und das, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt tun. Könnt ihr hier klicken in diesem Kästchen, was hier angezeigt ist, hier oder hier, aber ich glaube hier. Und dann eben auch abonnieren und dann könnt ihr auch an der Verlosung teilnehmen. Natürlich könnt ihr auch ein persönliches Horoskop direkt bei mir bestellen. Jahreshoroskop oder ein Partnerhoroskop. Da habe ich verschiedene Angebote. Da findet ihr das auch alles in den Kästchen und in der Videobeschreibung, wo ihr da gucken müsst. Mein Kundentelefon steht auch drin und ich habe jetzt auch eine Hotline. Wenn ihr also spontan einen Rat braucht, dann macht einfach einen Termin mit mir über mein Kundentelefon zum Festnetztarif und dann bekommt ihr die Hotline-Nummer, um mich dann direkt anzurufen. Das wird dann einfach über die Telefonrechnung abgerechnet. Das kann ja mal nützlich sein, wenn man nur mal eine kurze Frage hat. Okay, meine Lieben, dann bleibt mir nur noch, euch ein wunderschönes, prickelndes und romantisches Jahr 2017 zu wünschen und alles Gute mit den Sternen.